Herzlich willkommen, Herr Dr. Sharp. Sie werden uns heute im Rahmen der KISS Ihre Wanderausstellung Billres, ein Lernspiel mit dem Thema Rohstoffperspektiven vorstellen. Und hiermit erteile ich Ihnen das Wort. Ja, hallo an alle Zuhörer, die mich irgendwo auf der Welt hören. Ich möchte euch gerne etwas aus dem Billres-Netzwerk vorstellen. Das Billres-Netzwerk ist ein Projekt, was vom Umweltministerium seit nunmehr 10 Jahren gefördert wird. Und es läuft im Rahmen des sogenannten Progress-Ressourceneffizienzprogramms für Deutschland. Ihr habt ja alle sehr viel Ahnung vom Thema Energie, könnt ihr wahrscheinlich rauf und runter beten. Ihr wisst alles über die Mobilität, was die mit dem Klimawandel zu tun hat. Das ist auch überhaupt kein Problem. Bei Ernährung wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger, weil ihr da vor allen Dingen die Gesundheitsaspekte im Vordergrund habt. Was macht also dick, was macht schlank, was ist gesund, was ist ungesund? Aber den Zusammenhang zwischen Klimaschutz, den bekommen die meisten schon weniger hin. Immerhin wissen schon sehr viele, dass das Thema Fleischkonsum und insbesondere Rindfleischkonsum ein ganz, ganz großes Problem für den Klimawandel darstellt. Aber dann gibt es noch etwas, das Thema Rohstoffe. Schaut euch jetzt mal auf eurem Schreibtisch um. Nehmt mal irgendetwas in die Hand. Eine Maus, einen Kopfhörer oder einen Kugelschreiber. Welchen Beitrag leistet dieses Produkt zum Klimawandel? Ich sehe bei euch zwar gerade nicht, aber ich kann mir denken, viele fragende Augen. Aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was diese Produkte zum Klimawandel beitragen, dann kann ich nur sagen, okay, der Kopfhörer, sehr viel. Die Maus, wahrscheinlich auch sehr viel. Naja, und hier so ein Kugelschreiber aus Metall, der kann ja immer recycelt werden. Aber welchen Beitrag das zum Klimawandel leistet? Keine Ahnung. Und dieses Ding wollen wir angehen. Wir wollen einfach ein Bewusstsein für das Thema Rohstoffe schaffen. Und wie machen wir das? Wir haben ein Lernspiel entwickelt. Das Lernspiel ist relativ einfach. Es gibt zunächst einmal 6 Koffer. In jedem dieser Koffer ist etwas drin, was man so im Alltag nutzt. Dieser Koffer wird aufgebaut auf einem Schultisch, möglichst wenig Aufwand. Schultische gibt es überall. Auf dem Tisch wird eine Matte gelegt und dann kommen die Produkte rauf. Dann anschließend kann man sich diese Produkte anschauen und anfassen. Im nächsten Schritt geht es denn darum, dass man die Etiketten liest. Auf diesen Etiketten gibt es Hinweise. Woher kommt das Produkt? Was ist da drin? Ist es mit einem Siegel versehen oder nicht? Um dann einen Schritt weiter zu gehen. Aus dem Bauch heraus zu sagen, ist das Produkt ressourceneffizient oder ist es ressourcenschonend oder ist es das nicht? Bei vielen Produkten wisst ihr das. Wenn ihr zum Beispiel einen Baumwollbeutel habt, sagt ihr, naja, der ist Baumwolle, der ist nachhaltig, der ist Stoff, der muss ja wohl eher nachhaltiger sein als vielleicht eine Plastiktüte. Nun ja, das wird man später nochmal sehen. Dann geht's weiter. Wenn man sich informiert hat, geben wir Argumentkarten aus. Und diese Karten sind ein Argument für oder gegen Ressourcenschonung, für oder gegen Ressourceneffizienz. Denn unsere Ausstellung richtet sich ja an Schulen und wir gehen mal zunächst davon aus, dass das Wissen um die Argumente noch nicht sehr stark ist. Im letzten Schritt geht es dann weiter. Wenn das Spiel gespielt ist, muss ein Konsens oder Dissens hergestellt werden über die einzelnen Produkte und dann erklärt werden, warum eine Gruppe einer Meinung ist. Also so eine typische Peer-Group-Diskussion in der Klasse. Dies sind die Koffer, die wir schon fertiggestellt haben. Und in der Mitte seht ihr das Spielfeld. Das heißt, dort werden die Produkte entsprechend hingelegt. Es gibt einen Koffer Mein Haushalt mit so atemberaubenden Dingen wie Spülmittel und Schwämme. Alles Dinge, über die man sich im Sinne des Klimawandels noch nie Gedanken gemacht hat. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass bestimmte Spülschwämme, die ein sehr hohes Image hat, ein Riesenmarketingbewusstsein versuchen zu erzeugen, aus China stammen, wie ich auf der Verpackung gelesen habe. Das nächste Koffer, den wir haben, ist meine Kosmetik, denn auch dort sind viele Produkte, die man immer mal wieder braucht und meistens ganz schnell wieder wegschmeißt. Dann gibt es einen weiteren Koffer, mein Outfit, mit so atemberaubenden Produkten wie Sneakers oder Turnbeutel oder Handschuhe, was man eben so braucht für sein alltägliches Leben. Und mein Koffer, meine Party. Denn Partys feiert ihr alle, aber welche Gegenstände nutzt ihr dabei für Teller, Tassen, Löffel und so weiter?
Und dann gibt es noch zwei weitere Koffer, die ich hier nicht abgebildet habe, meine Schule und meine Freizeit. Hier seht ihr jetzt mal das Beispiel, mein Outfit. Das sind diese schicken, trendigen Turnbeutel, die man auf dem Rücken trägt. Auch hier hat man die breite Wahl zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Produkten. Handschuhe, zumindest für die ältere Generation, die trägt ja meistens Handschuhe. Ich trage sie eigentlich bei kalten Temperaturen immer. Leichte Handschuhe von unterschiedlichen Herstellern oder eben auch Schuhe. Sehen zwar beide gleich aus, haben aber ein völlig anderes Konzept, aus dem sie stammen und wie sie hergestellt werden. Dann T-Shirts, mein Lieblingsbeispiel. Linke Seite seht ihr das Trigema-T-Shirt. Oh, Entschuldigung, habe Triggerwarnung vergessen, hätte sagen müssen, ich bringe jetzt einen Markenbegriff für 50 Euro. Daneben 5 T-Shirts von Amazon, die unter einem Pseudonamen verkauft wird. Es ist mir nicht gelungen, den Hersteller auszufinden, finde ich zu machen. Ich weiß nur, dass er aus Bangladesch kommt. Das Interessante ist, dieses eine T-Shirt, was hier in Deutschland hergestellt wird, kostet genauso viel wie die 5 anderen T-Shirts. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit echtes Problem für jeden sein kann. Wenn man nachhaltig ein Produkt haben will, was mit zertifizierter Baumwolle, was nicht mit Kinderarbeit hergestellt wird, was nachhaltig hergestellt wird, wo die Sicherheit der Arbeitnehmer sichergestellt wird, dann kostet das. Und alternativ kann man sich gleich 5 Stück, die alle ähnliche Farben haben, bei Amazon bestellen. Also ihr wisst, schwierige Entscheidungen. So, das habe ich jetzt gerade gesagt, kann ich also überspringen. Hier seht ihr ganz klar die Etiketten, was Trigema-T-Shirt ausmacht, nachhaltige Produktion, Ökotex-Siegel und so weiter. Und bei den Amazon-Produkten, da findet man gar nichts, noch nicht mal den Hersteller. Meine Frage ist, ob man die überhaupt auf den Markt bringen kann, wenn die noch nicht mal sagen, was für Stoffe die enthalten. Naja, so, Ziel ist es, dass sich die Schüler und Schülerinnen eine Meinung bilden. Sie sollen dann Use Your Own Device auf die Etiketten gehen, da gibt es dann entsprechende QR-Codes und sollen sich informieren und sollen dann anschließend diskutieren und ihre Buttons legen. Das heißt, es gibt verschiedene Buttons, Chips, die werden da ausgelegt, die sind alle nachhaltig produziert aus Recyclingmaterial, war ganz schwierig zu finden, gibt nur einen Hersteller europaweit, der so etwas überhaupt macht, um dann anschließend, wenn Sie das gemacht haben, die sogenannten Argumentkarten zu ziehen. Wir machen diese Argumentkarten, weil jeder, der sich wirklich mit dem Thema Lifecycle-Analysis oder Ökobilanz auskennt, der weiß, wie unendlich kompliziert das ist. Und das kann man natürlich nicht in einer Schulklasse machen, wo man gerade erst anfängt, das alles zu lernen. Deswegen haben wir Argumente vorformuliert. Nicht ressourcenschonend, weil der An- und Abbau der Rohstoffe meist nicht umweltfreundlich ist. Oder ressourcenschonend, weil die Materialien, aus denen das Produkt besteht, schon einmal verwendet wurden. Oder nicht ressourceneffizient, weil die Reparaturkosten viel zu hoch sind im Verhältnis zu den Anschaffungskosten. Ihr kennt das, ein Handy-Display kaputt und dann überlegt man sich ganz schnell, ob man nicht lieber ein neues kauft. Oder ressourceneffizient, weil das Produkt einfach unheimlich langlebig ist und man sich eben nicht alle 2 Jahre ein Produkt kauft. Und dann gibt es noch die Kategorie der Nachhaltigkeitsargumente, wie zum Beispiel das Unternehmen achtet auf seine nachhaltige Produktion. Es ist dann so, dass diese Karten entsprechend auf den Tisch gelegt werden. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden, weil es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Keiner weiß so richtig, was nachhaltig ist und was eigentlich die entscheidenden Argumente sind. Aber da sagen wir, das Entscheidende ist einfach das Miteinander reden, das Miteinander diskutieren. Das heißt, die Schülergruppen sollen es untereinander ausdiskutieren, um eine gemeinsame Meinung entsprechend zu bilden. Und wenn sie die geschafft haben, geht es anschließend in die Klassendiskussion und die sogenannten Ressourcenmaster stellen dann die Ergebnisse vor. Ja, das war's jetzt schon. Und jetzt mache ich euch noch auf das Billres-Netzwerk aufmerksam. Zückt alle mal euer Handy, geht auf den QR-Code und dann findet ihr unsere nächste Netzwerkkonferenz. Die wird am 21. September stattfinden. Ob digital oder mit Präsenz, wissen wir noch nicht. Wie ihr alle wisst, hängt das von Corona ab. Das müssen wir dann einfach sehen. Aber was euch jedenfalls erwartet zu dieser kostenfreien Veranstaltung. Und wenn sie präsent ist, gibt es sogar ein Mittagessen. Also das heißt, ihr müsst eigentlich nur die Reisekosten tragen. Wenn die also dann stattfindet in Frankfurt,
dann gibt es interessante, hochkarätige Referenten und wir haben vor allen Dingen ein Konzept mit sogenannten Workshops. Das heißt, wir machen sehr viele Workshops, wo es wirklich darum geht, etwas zu lernen, in kleineren Gruppen von 15 Leuten maximal halt und etwas auszudiskutieren. Und das Entscheidende ist das Vernetzen. Das heißt, alle Leute, die irgendwie versuchen, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, die werden hier auf 80 bis 100 weitere Personen treffen, die das Thema auch voranbringen. Und deswegen haben wir auch einen Marktplatz, wo man sich austauschen kann, wo man seine Projekte vorstellen kann. Wir haben zahlreiche Kaffeepausen, denn das, was wir gemeinsam wollen, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Bildung voranzubringen. Ich danke vielmals fürs Zuhören und bin jetzt eigentlich fertig. Okay, Erde an. Wunderbar. Ja, ich wollte Ihnen nicht reingrätschen, Dr. Schaap. Wunderbar. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank für diese wirklich wunderbare Präsentation von Unterrichtsmöglichkeiten, um das Thema auch mal von einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten und eben nicht nur den Klimawandel als solchen im Mittelpunkt zu haben, sondern eben genau diese Komplexität auch nochmal darzustellen und auch es langsam den Schülern zu ermöglichen, sich auf verschiedener Perspektive entsprechend mit der Problematik auseinanderzusetzen. Es gibt ein paar Fragen, die ich jetzt auch gerne ansprechen würde wollen. Zum einen hatten Sie angesprochen, das ist ein hessisches Projekt, also bezogen auf Frankfurt. Gibt es auch Möglichkeiten anderer Bundesländer, sich an Sie zu wenden, dass Sie vielleicht sogar auf Reisen gehen und nicht womöglich die Klassen oder die Schulen sich darum bemühen müssen? Ja, kurze Korrektur. Das BILRETS-Netzwerk ist ein nationales Projekt. Das heißt also, es wird vom BMU gefördert im Auftrag des Zentrums für Ressourceneffizienz. Und wir sind natürlich bundesweit unterwegs. Das heißt, die Netzwerkkonferenz, die findet immer einmal jährlich in Berlin und einmal in Frankfurt statt. Daher kommt es mit dem Hessischen. Ja, wir haben dank Corona ausreichende Reisemittel. Wir konnten sie ja beim besten Willen nicht ausschöpfen. Und wenn jemand interessiert ist und irgendwie es schafft zu sagen, lasst uns das doch mal ausprobieren, dann kann ich ihm das anbieten, dass wir im Mai, Juni, Juli, wenn ich nicht gerade irgendeinen Urlaub endlich mal nachhole, das nervt mich langsam todsicher, dann kommen wir vorbei und probieren das in der Klasse aus. Also wir sind, ich schätze mal, spätestens im Mai haben wir die Ausstellung, so wie ich sie präsentiert habe, komplett. Die Koffer liegen schon da, die Tischmatten werden gerade produziert, die Karten werden produziert, sodass ab Mai locker einige Testveranstaltungen möglich sind. Also wenn mich jemand einladen will, habe ich kein Problem damit. Das ist ganz wunderbar. Eine weitere Frage ist, wer kann konkret diese Materialien bestellen? Also die einzelnen Schulen können das dann direkt oder muss das über andere Stellen laufen? Beziehungsweise zweite Frage, sind auch außerschulische Partner einbezogen in dieses in den Bestellvorgang? Also momentan ist es so, wir sind ja in der Testphase. Das heißt, wir würden jetzt vorbeikommen. Und ich würde mir dann irgendwie so einen kleinen AOK-Shopper nehmen oder so eine kleine Sackkarre. Da stapel ich die ganzen Materialien drauf, setze mich dann in Zug und dann kommen wir vorbeigefahren. Also das heißt, so nach dem Motto First Mover, wer sich am schnellsten entscheidet, der kommt praktisch gratis in diese Lücke rein. Man sollte dazu wissen, wir planen derzeit, dass das ungefähr 1,5 Stunden dauert. Aber wir können es noch nicht sagen. Irgendwie zurzeit komme ich in die Schulen ganz schlecht rein. Die mögen mich nicht oder die mögen den Virus nicht, den ich eventuell mitbringen könnte. Allerdings toi, toi, toi. Ich halte mich sehr an die Regeln und hoffe, dass das auch alle anderen auch tun. Das heißt, wenn das möglich ist, dann können wir das mal testen. Nehmen wir uns einfach Doppelstunden vor. Und was natürlich auch möglich ist, dass wir 2, 3 Klassen gleich hintereinander machen. Ich gehe davon aus, dass so an so einer Lernstation 5 bis 6 Schüler sind. Es sind 6 Lernstationen. Das heißt also eine 24er oder 30er Klasse ist möglich. Wenn es eine 20er Klasse ist, dann macht man eben nur 5 Lernstationen. Wir planen 1,5 Stunden ein, aber vielleicht dauert es auch 2 Stunden. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir halt erproben. So, und die zweite Frage, ja. Außerschulische Bildungseinrichtungen, ja.
Und noch besser, ich würde es auch mal gerne mit Erwachsenen probieren. Also momentan schätzen wir, dass es ab der 8., 9. Klasse gehen könnte halt. Mhm. Ab der 8., 9. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, Erwachsene können genauso wenig wie Schulkinder beurteilen, ob das T-Shirt nun wirklich ressourceneffizient oder ressourcenschonend ist. Weil wir haben noch kein Rohstoffbewusstsein. Das habe ich versucht am Anfang mitzuschreiben. Jeder, der mir jetzt zuhört, weiß eigentlich, der hat ein Energiebewusstsein. In dem Moment, wo er das Licht nicht ausmacht, wenn er aus dem Zimmer geht und selbst wenn er nur 10 Minuten rausgeht, dann hat er einfach ein schlechtes Gewissen. Wer mit dem Auto fährt und dann wo vorfährt, wo die Leute alle mit dem Fahrrad stehen, der wird sich als erstes rechtfertigen, warum er gerade heute mit dem Auto fahren musste. Weil wir einfach inzwischen ein Energiebewusstsein haben. Genau wie wir teilweise ein Ernährungsbewusstsein haben, denn wenn ich da mit einem dicken Burger auf der Terrasse sitze oder so und da kommt jemand und hat einen Salat danach, die erste Antwort von mir ist, warum ich jetzt gerade diesen Burger essen muss, obwohl ich doch eigentlich weiß, dass dieser Burger ein Stück vom Regenwald vernichtet, weil das Fleisch vielleicht aus Südamerika kommt. Naja, in Deutschland zum großen Teil nicht aus Südamerika, aber es gibt ja andere Fleischprodukte. Und wir versuchen einfach jetzt so ein Rohstoffbewusstsein zu schaffen und probieren mal, ob das auf diesem Wege möglich ist. Gut, vielen Dank. Jetzt muss ich nochmal auffordern, also wer Fragen ganz konkret hat, möge diese also wirklich auch stellen. Nicht, dass der Eindruck erweckt wird, hier darf keine Kommunikation stattfinden. Sie hatten schon gerade eben angesprochen, 8., 9. Klasse. Es gibt es bestimmte Schulformen, die Sie bevorzugen, weil Sie sagen, naja, es ist halt nicht so leicht zugänglich für alle. Oder sagen Sie, nein, es ist eigentlich offen und man könnte beispielsweise dieses Konzept auch in den Grundschulbereich hineintragen. Das ist eine Hoffnung. Grundschulen wäre ich mir nicht sicher. Die Schulform ist eigentlich egal. Da glaube ich, ob das nun Haupt-, Real- oder Ortszentrumschule, wie immer die bundesweit heißen müssen, das ist eigentlich egal. Weil so ab der 8., 9. Klasse haben die Kids entsprechend Taschengeld und kaufen sich etwas. Das, was sie besonders sneaky, besonders trendy finden. Also das heißt, sie treffen bewusste Konsumentscheidungen halt. Und ab diesem Alter kann man auch mit ihnen diskutieren über, ich will mal sagen, über so moralisches Verhalten. Ist es richtig, was ich tue oder nicht? Das ist, glaube ich, mit Grundschulkindern ist das noch nicht möglich in dem Sinne und vor allen Dingen, weil sie auch kein Konsumbudget haben. Das heißt, sie treffen bestenfalls eine Entscheidung, ob sie sich ein Mars oder ein Snickers-Riegel kaufen, so ungefähr, oder ein Eis halt. Aber sie kaufen sich noch keine großen Sachen, das wird von ihren Eltern gekauft. Und insofern, deswegen passt es ja auch, dass sich dieses Spiel auch an Erwachsene richtet, weil sie ja die Konsumentscheidungen für ihre Kinder entsprechend fördern. Aber ich glaube, es ist eher die höheren Klassen, die dafür geeignet sind. Aber die Schulform wiederum ist egal, weil alle Kids ab der 8., 9. Klasse haben ein Taschengeld und kaufen sich was. Gut. Ja, im Augenblick sind zumindest nach meinem Kenntnisstand keine weiteren Fragen. Ach doch, jetzt kommt noch eine Frage, Entschuldigung, ich greife Sie auf. Und zwar, wie lange, Sie hatten das schon angesprochen, eine Doppelstunde, 90 Minuten ist das, was Sie ansetzen. Wäre das aber auch möglich, das beispielsweise in einem größeren Kontext, beispielsweise Projekttag einzubinden, dass man also nicht sagt, ja, 90 Minuten sind wir fertig und die eigentlich notwendige Diskussion im Anschluss entfällt womöglich? Nee, weil diese 90 Minuten basieren auf unserem didaktischen Konzept, dass 6 Schüler eine Lernstation machen. Wir haben aber 6 Lernstationen. Und wenn wir da rotieren würden, weil Sie können sich ja vorstellen, wie lange es dauert halt, oder du kannst dir ja vorstellen, wie lange es dauert, wenn du jetzt da 8 Produkte hast und sollst dich mit 8 Produkten auseinandersetzen. Da ist ja eine halbe Stunde nichts halt. Ja. Insbesondere, wenn du dein Handy zückst und dann dir die Informationen von den Webseiten oder sonst wo einholst und anfängst zu diskutieren. Die Baumwolle, wenn die aus Kasachstan kommt, da ist ein Biosiegel, aber sag mal, wo kommt Kasachstan eigentlich das Wasser her? Ja. So nach dem Motto, es ist zwar Bio-Qualität, aber dafür wird der Aralsee leer gepumpt. Also das kann doch wohl auch nicht sein. Ja, aber dafür hat es ja keine Schädlingsbekämpfungsmittel. Und das kannst du dir vorstellen, dass natürlich spätestens ab der 10., 11. Klasse allein an einer Lernstation eine halbe Stunde, wir planen gerade eine Dreiviertelstunde ein, halt an Diskussion nichts ist. So, und wenn du dann anfängst noch zu rotieren, dass die von einer Lernstation zur anderen sind, dann kannst du den ganzen Schultag dafür einplanen halt, nämlich locker mal 4 Doppelstunden hintereinander. Und dann wird es ja auch abwechslungsreich. Also insofern geht das auch für Projekttage, weil man sich da auch sehr gut intensiv mit auseinandersetzen kann mit dem Thema.
Das ist wunderbar. Also man hätte sozusagen methodisch zumindest, also die Grundlage ist da und wie man es zeitlich aus, also für den Schulalltag dann entsprechend gestaltet, da ist eine hohe Flexibilität von deiner Seite. Wunderbar. Ja. Okay. Gut, das wäre ja auch vielleicht nochmal eine gute Idee, auch an die Kollegen zu überlegen, sich zu vernetzen mit anderen umliegenden Schulen, sodass man dann vielleicht gemeinsam die Ressource nutzt und die Anreise dann sozusagen nicht nur auf eine Schule bezogen ist. Das ist ja auch schade entsprechend. Aber in der Testphase bin ich da leidenschaftslos. Okay, gut. Ich reise gerne und ich unterrichte auch gerne. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Gut. Ja, im Augenblick sind keine weiteren Fragen. Ich denke, dass aber viele sich sicherlich auf dieses Konzept einlassen werden, gerade weil ja der Aufruf Testphase bedeutet, es sind Chancen, kurzfristig auch mit hineinzurutschen. Und letztendlich gibt es ja spätestens vielleicht im neuen Schuljahr dann neue Optionen, die auch Corona-konformer sind, im Sinne auch von Präsenz. Mal schauen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Präsentation, die mich sehr angesprochen hat, muss ich wirklich sagen, auch den Unterricht bereichert. Und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Ja, ich werde fleißig dran weiterarbeiten. Das ist wunderbar. Danke für die Möglichkeit. Schöne Grüße an alle, die hier zugeschaut haben, aus Berlin. Ja. Herzlichen Dank nochmal. Tschüss. Tschüss.